Das ist Jule. Sie wird euch heute zeigen, wie ihr richtig Toe- und Heel-Hooks in stehenden und überhängenden Wänden sowie an Dachkanten benutzt. Hooks können verwendet werden, um den Körper zu stabilisieren oder eine passende Position zum Weitergreifen einzunehmen. Manchmal werdet ihr in einem Boulder merken, dass ihr keine passende Position findet, damit eine Hand weitergreifen kann. Würdet ihr die Hand lösen, fallt ihr ab. Dann bietet es sich manchmal an, einen Hook einzusetzen. Als Toe-Hook wird das Einhaken der Zehen hinter einen Griff oder Tritt bezeichnet. Er wird oft eingesetzt, wenn der Hook nur sehr weit weg und um eine Ecke platziert werden kann. In welcher Position ihr den Toe-Hook setzt, hängt von der Form des Griffes ab. Versucht ihn so zu setzen, dass ihr die Hüfte wieder möglichst nah an die Wand bekommt. Euer Fuß übernimmt jetzt die Aufgabe einer Hand. Ein Toe-Hook wird umso leichter, je mehr ihr euer Bein, das hookt, streckt. Versucht gleichzeitig mit eurer Haltehand am Griff und mit dem Hook am Tritt zu ziehen. Dadurch entsteht eine stabile Position. Die Spannung mit angezogenem Knie zu halten ist sehr schwer. Probiert beim Üben verschiedene Winkel in Hüfte und Knie aus. Ihr werdet merken, welche Position ihr gut halten könnt und welche nicht. Als Heel-Hook wird das Einhaken des Hackens hinter den Griff oder Tritt bezeichnet. Genau wie beim Toe-Hook hängt es stark vom Tritt ab, ob ihr die Zehen mehr nach außen dreht oder sie nah an der Wand sind. Beim Heel-Hook versucht ihr aktiv Kraft zu erzeugen, indem ihr mit eurem Hacken am Tritt zieht. Ihr werdet in der Oberschenkelrückseite merken, ob ihr genug Spannung aufbauen könnt. Jule zeigt euch noch einmal verschiedene Boulder, in denen ein Hook eingesetzt werden kann. Beim grauen Boulder ersetzt der Heel-Hook die Hand. Sie dreht die Zehen nach außen, um mehr Druck in den Griff zu erzeugen. Im blauen Boulder muss Jule den Heel-Hook setzen, um sich gut zu positionieren, damit sie den nächsten Griff erreichen kann. Vergisst sie das Ziehen, kommt sie nicht an den nächsten Griff. An der Dachkante setzt Jule den Hacken auf den Tritt. Bei der Zugbewegung klappt der Fuß nach vorne, damit sie sich auf den Tritt raufziehen kann. Beim grünen Boulder stabilisiert der Hook Jules Position, damit sie sich nicht aufdreht und das Problem der offenen Tür entsteht. Fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Toe-Hook – Einhaken mit den Zehen. Heel-Hook – Einhaken mit dem Hacken. Aktiv am Tritt ziehen, um sich zu stabilisieren oder auf einen Tritt raufzuziehen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Weitere Videos zu den verschiedenen Techniken findet ihr in unserer Lehrvideoreihe Bouldern.